Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Minecraft 3It. Ja, das ist eine Fanversion von TechIt und beinhaltet viele neue gute Mods. Unter anderem sehr berühmte Mods, sehr große Mods. Tinker's Construct ist drin, Buildcraft ist drin, Industrialcraft ist drin. Bibliocraft, also richtig coole Mod. Und ja, ich möchte euch mitnehmen in die coole Welt von 3It. Und wir spielen auf Easy. Beginnen mit Easy, werden dann später vielleicht mal auf Hard stellen oder so. Und Video-Settings sind eigentlich alles Maximum. Außer natürlich 3D habe ich nicht, will ich auch nicht. Und ja. Der Rest ist eigentlich alles an. Okay, dann starten wir mal eine Welt. Es geht halt ein bisschen länger zum die Welt laden, aber ich werde es überspringen. Ich werde den Namen wieder Dragonia nennen und wir machen hier World Type ATG. Das ist richtig cool. Da werden Vulkane generiert und hohe Berge. Richtig genial. Und die Cheats machen wir an, weil ich muss ein paar Einstellungen vornehmen und wir beginnen. Ja, bis gleich. Okay, Java ist abgestürzt und Fraps gleich mit. Aber jetzt bin ich wieder drin. Wahrscheinlich einfach sind viel zu viele Mods drin und das mag Java nicht. Dann, ja. Wir werden hier irgendwo ein großen Baum aussuchen, machen uns ein Baumhaus, das ist am sichersten am Anfang. Und werden jetzt mal ein bisschen Holz sammeln und Steine. Und am besten hier noch die Setzlinge mitnehmen. Ah, jetzt kommen recht starke Monster. Müssen wir uns in Sicherheit bringen. Ja komm, also bitte. Ich verstehe nicht, dass die Welten jetzt im LAN-Modus gemacht werden. Hä, was sind denn das für Bäume da? Da ist auch so eine nackigen Baum. Aber eben. Das ist nur am Anfang, also später ist es noch nicht mehr. Hier unten habt ihr einen neuen Stein, eine neue Steinsorte gesehen. Die ist vom Underground Biomes. Da gibt es unterirdisch verschiedene Steinarten. Und je nach Biom andere Steinarten und so weiter. Recht gut gemacht. Wir haben jetzt 6. Wir machen mal eine Workbench. So. Noch kurz Stäbchen. Und jetzt eine Holzspitzhacke. Die haben jetzt neue Textur. Finde ich jetzt eigentlich gut, aber sind halt sehr klein aufgelöst. Aber das macht nichts. So, jetzt holen wir noch irgendwo Stein. Ah nein, nicht wieder Leggen, bitte. Ich möchte ohne Legs auskommen. Das wollen die Zuschauer auch. Also, Fraps, benimm dich. Ich weiß, dass du es bist, Fraps. Lass es. Okay, nehmen wir hier ein bisschen blauen Stein. Den Blue schießt. Der scheißt, okay. Nein. So. Jetzt geht es wieder flüssig. Server. So, lokale Server, das ist der größte Scheiß, das Mojang gemacht hat. Hier ist ein neues Erz. Orichalicum Ore. Cool. Und hier Salpetererz. Okay. Nice. Also, die Kohle abbauen. Und hier ist auch wieder ein neues Erz. Schauen wir mal. Mithril. Cool.
Das epische Erz der Legenden. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Sehr schön. Aber wir müssen noch für andere Erze sorgen. Dann reicht das jetzt mit der Kohle. Hier ist ein Tomaten-Seed oder was das war. Nein, Chili. Sind beide rot, deshalb. Und hier ist noch ein Seed. Wenn ihr jetzt Eisen finden könnten, das wäre cool. Der ist so schön frei dort. Nehmen wir den. So. Steinspitzhacke. Steinaxt. So. Und jetzt bauen wir hier den Baum ab. Und plopp. Hier, den können wir auch ab. Der ist ein bisschen groß. Schön. Oh, ein Creeper ist in unserer Nähe, sehe ich auf der Minimap. Hoffentlich unterirdisch. Ja, den sehe ich gerade nicht. Ja, da müssen wir dann ein bisschen wegmachen von dem von Blattwerk. So. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich habe so gedacht, wir gehen hier irgendwo hoch. Ich habe keine Erde. Machen wir hier ein bisschen Erde weg. Und bauen das so hin. Wie sollen wir hier hochkommen? Wir machen es jetzt noch mit Holz, später machen wir es dann anders. So, hier können wir abmachen, aber ohne alles abholzen. Das wäre nämlich nicht gut. Vielleicht können wir hier noch was hin tun. Brauchen wir nicht. So. Das reicht mit der Breite. Jetzt noch hier. Da haben wir schön schon mal eine Fläche. Nicht hier. Ja, der muss auch weg. Aber der dort nicht. Das lag gerade wieder kurz. So, den nehmen wir mit. So, wir haben zu wenig Stein. Nehmen wir noch ein bisschen Stein. Jo, da können wir eigentlich hier auch den Keller machen. So. Das wird geil. Hier ist wieder Schist.
das da ist Amber. Ich habe keine Fackeln, ja, jetzt hört man noch Zombies. Und eine Spinne. Magnesium. Kann man das schon abbauen? Ja. So. Jetzt können wir hier noch den Gräbel abbauen. Meistens ist im hinteren Gräbel eine Höhle. Ich denke, dort sind auch die Gegner. Hier ist ein blaues Erz. Osmium. Okay. Nicht lecken, bitte. Dankeschön. Das müssen wir dann alles nachschauen. Ich kenne die Erze leider noch nicht. Genauso wie ihr habt wahrscheinlich ich auch noch nicht viel vom Moped gesehen. Ich kenne die Mods zwar, also mehrere Mods schon von anderen Dingen, aber das ist nicht so viel, also es gibt viel, einen großen Unterschied noch. Ist ein Zombie. Ein Zombie mit Bogen. Nicht gerade gut. Oh, nicht. Das ist ein Boss. Das ist nicht gut. Huh. Nein. Oh! Der tötet mich ja noch fast. Wir müssen hoch. Nein, Mist. Wenn jetzt da ein Gegner ist, sind wir tot. Dann will ich jetzt hier nach oben. Oh! Puh. So, machen wir hier mal zu. Und jetzt. Ich höre ein Skelett. Nicht gerade gut. Okay, einen Ofen. Und das ist auch nicht gerade gut, wenn der Tisch dort ist. Hier könnten wir mit dem zumachen. So. Dann den Ofen, Kohle rein. Gibt halt nicht so viel, wir könnten ein bisschen Oakwood verbrennen für Holzkohle. Aber mehr bringt's ja nicht. Immerhin haben wir volles Leben. Volle Hungerbalken. So, jetzt. Wir haben noch kein Eisen, sonst könnten wir... Lol, was war das? Da ist irgendwas explodiert oder so. Hallo? Ich könnte noch ein bisschen lauter machen. Die Musik ein bisschen runter. So. Damit wir es besser hören. Wenn mal irgendwas passiert. Hier ist zum Beispiel ein Zombie. Der hat irgendwas in der Hand. War er das? War der das? Komisches Geräusch. Keine Ahnung. Ist nicht so gut, wenn da irgendwas...